Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nur noch ein ganz kurzes Video, damit die Wiederholungsfrage zur vorigen Einheit nicht in Vergessenheit gerät. Da ging es um die rechtliche Einordnung eines Streaming-Vertrages. Wir hatten den Fall besprochen für das geltende Recht und die Wiederholungsfrage bezog sich darauf, wie wird sich das verändern durch den Referentenentwurf zur Umsetzung der digitale Inhalte-Richtlinie. Ich hatte also die Frage gestellt, ist der Streaming-Vertrag, den wir besprochen hatten, unter Umständen nach dem neuen Entwurf anders einzuordnen? Die Wahlmöglichkeiten waren Einordnung als Werkvertrag, als Mietvertrag über ein digitales Produkt nach dem neuen § 548a BGB-Entwurf, als Pachtvertrag oder als Dienstvertrag. Auch dazu gibt es eine neue Regelung in § 620 Absatz 4 BGB-Entwurf. Und es haben sich wieder mal nicht so viele beteiligt, aber die sich beteiligt haben, lagen überwiegend richtig oder lagen so, wie ich die Sache auch einschätzen würde. Ich bin der Meinung, es handelt sich dabei auch nach neuem Recht, nach künftigem Recht um einen Werkvertrag. Das war ja die Einordnung, die ich favorisiert hatte für das geltende Recht, weil es beim Streamingdienst, beim Abo eines Streamingdienstes ja nicht um die Nutzung eines bestimmten Films oder eines bestimmten Produkts geht, sondern eigentlich um die Gewährung des Zugangs zu dem gesamten Angebot. Und das, meine ich, ist am ehesten als eine Dienstleistung einzuordnen, und zwar als eine Dienstleistung, die auf Herbeiführung eines Erfolges gerichtet ist. Und deswegen bleibt es beim Werkvertrag, obwohl es nun eine Neuregelung geben soll in § 548a BGB-Entwurf zum Mietvertrag über digitale Produkte. Es wird also zukünftig ausdrücklich zugelassen, unkörperliche Sachen zu mieten. Und es gibt auch eine Sonderregelung im Bereich des Dienstvertragsrechts. Dennoch würde ich votieren für die Beibehaltung des Werkvertrags als Einordnung. Sie können da selbstverständlich anderer Meinung sein, aber so würde ich das auflösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.